Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trade Connections für Zellent Event Video hier im Orange Park Simulator 2. Wir stehen hier noch in Burgos und wir schauen mal, wenn die Reise von hier aus wieder geht. Abgesehen von in die Schweiz nach Genf. Das passt doch. 1175 Kilometer. Wir haben schon in Fahrzeit. Eigentlich im Grunde genommen. Ja, im Grunde genommen derselbe Weg wie über Bordeaux, Limoges. An Clermont-Ferrand vorbei, an Lyon vorbei und nach Genf. 62k gibt es dafür, für den Bagger JCB 245XR. 28 Tonnen schwer. Ja, das lässt sich doch sehen, das schmeckt doch. Nehmen wir mal den Auftrag an. Vom Gefühl auch ein bisschen kürzer als letzte Fahrt. Muss mich auch nur ein bisschen beeilen, Anführungszeichen. Okay, wir fahren los. Nicht extrem, aber schon wenig. Biege nach links ab. Demnächst links ab. Aber hey, das wird danach, nach der Fahrt, bei um die 250.000. Je nachdem, ob die Fahrerin noch Geld einnimmt, dann vielleicht sogar bei 260. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts Nichts halten. Leichter als das. Nimm diese Ausfahrt. Denn ich musste gleich einkaufen rechts und ich muss noch ein Video rendern für heute, also für gestern das ATS-Video. Deswegen doch ein bisschen verdrehter jetzt. Also ich werde am Morgen wahrscheinlich aufnehmen, ATS für morgen. Also quasi. Am Kreisverkehr dritte ich werde Ausfahrt nehmen. Für euch so gesehen heute aufnehmen. Für heute. So dass ich dann morgen ETS 2 für morgen Bitte aufnehme. Je nachdem, wo es dann halt von Genf wieder aus hingeht. Nimm diese Ausfahrt. Vielleicht noch ich muss mich kurz konzentrieren ansonsten vielleicht noch wo war ich? Ah ja, ansonsten vielleicht noch ATS für den nächsten Tag und dann bin ich wieder im grüneren Bereich, was das betrifft. Noch ein bisschen die Augen so ein bisschen K.O. Vor allem merke ich in den Augen auch so ein bisschen im Kopf. Von der letzten Nacht. Oh, wir dürfen 80. War doch ein bisschen kürzer als sonst. Wäre eigentlich sogar noch kürzer geworden. Nach meinem Plan. Hätte ich mich am Ende auch nicht so noch abprackeln müssen. Indem ich Gems rausgehauen habe. Demnächst rechts. Aber ja, das werdet ihr dann. Ich weiß nicht wann. Wahrscheinlich nicht diese Woche, weil das echt eine Menge Material ist, was ich noch Biege nach rechts ab. Für bearbeiten muss. Also nicht nur bearbeiten, sondern jede Menge Arbeit kommt dann auf mich zu. Wahrscheinlich werde ich das dann davon nächste Woche sehen. Aber das war echt knapp. Das wäre sogar noch sehr knapp geworden. Und ihre Routenführung aber ist damit abgeschlossen.
Ich glaube, ja, ich muss hier rechts. Aber ich habe mich halt darauf vorbereitet. Ich bin davon ausgegangen, dass das so passiert. Deswegen habe ich schon damit gerechnet, rein zu cashen. Okay, hier müssen wir hin. Sehr schön. Immerhin mal wieder in einem Rutsch. So, Rundumleuchte an. Und die Schrecke, die kennen wir ja schon. Via die AP1 nach Bayonne. Von Bayonne geht es weiter auf der A63. Richtung Bordeaux, dann wechseln wir auf die A89, dann einen kurzen Abschnitt auf der A20, dann geht es wieder auf die A89 weiter. Dann fahren wir weiter auf der A89, wobei wahrscheinlich eher auf die A71 für einen kurzen Abschnitt Richtung Clermont-Ferrand. Dann geht es wieder auf die A89, die dann zur A72 wird, die zur A47 wird, die dann zur A46 bei Lyon wird, dann fahren wir von Lyon aus wechseln wir auf die A43, die dann zur A41 kurz vor Genf wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon da, nachdem wir einen kurzen Abschnitt auf der 1A gefahren sind. Kilometer knapp. Unterwegs müssen wir auf alle Fälle mal pennen in Frankreich. Links abbiegen. Wird wahrscheinlich, wobei, biege nach 10:21, es könnte sein, dass es bei dieser einen Raststätte sein wird, aber kurz davor. Das einzige Problem, was ich gerade habe, es ist gutes Wetter draußen und die Sonne ist am Schein. So, als ob ich gerade kurz gelesen habe, hat es auch keine Warnung bekommen oder so, aber soll angeblich gewittern, aber nein, Radar sagt nein. Ein bisschen Gas geben, damit der Verkehr uns nicht so ich wieder überholt, plus der vor der 50er Zone. Ah, man merkt aber schon 28 Tonnen. Der 8 ist halt ein bisschen zu kämpfen. Ah, ich muss auf alle Fälle tanken. Vielleicht sogar zweimal bei der Fahrt. Vorher sind wir nur mit 10 Tonnen gefahren, jetzt mit 30 Tonnen knapp. Könnte zweimal tanken, vielleicht sogar drin sein. Ich muss vor prinzipiell noch nicht jetzt tanken. Ich glaube, ich bin unterwegs. Der wird ja noch was bekommen. Komm. Ja, hier können wir tanken, da können wir tanken. Ja, easy going. Autsch. Ah. Irgendwo auf der AP1 können wir tanken.
Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Jetzt fand ich gerade direkt der Musikknochen. Oh Gott, ich sehe nichts. War ich da gerade dran? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe gerade überhaupt nicht, wie man was. Sonne am Ballern. Also Regen wäre echt nice. Oder Verwirkchen. Ich könnte ja den Monitor, den Kontrast höher stellen, beziehungsweise war es die Helligkeit oder Kontrast? War. Lieber 50, nee, lieber nix hier mit Cruise Control und adaptiver, nicht mit, ja, Cruise Control, nix mit Tempomat, wer mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung was macht, nein, das mache ich schon alle das jetzt per Hand. Ich weiß ja, was sonst passiert. Kann ich wieder alles aktivieren, wenn ich auf der Bahn bin? Bruder. So. Und hoch. Oh je. Wir haben Überbreite. Und wir haben zweimal eine enge Maut. Und dann breitere Maut in Frankreich. Aber die in Frankreich sind die nicht ganz so schlimm. Die in Spanien sind schlimm, weil ich glaube, wir haben jetzt gleich sehr wenig Platz. Also wirklich sehr wenig Platz. Reicht zwar noch so bis für 87 Kilometer angeblich, aber ich fahre hier einfach sicher ist aber mal raus. Ich tank noch mal auf. Biege nach rechts ab. So, die Pylonen wollen wir nicht mitnehmen. Und tanken wir kurz für 1,64 € auf. Insgesamt 641,62 Liter für 1.052 €. Da passen wir. Hier muss ich aufpassen. Und da ist frei. Dann können wir uns da wieder in erster Hürde spanische Maut machen. So, 2,7 sollen wir damit auskommen. Angeblich haben wir noch 1100, also wir haben noch 1114 Kilometer vor uns, also sollten wir ungefähr noch 1500 übrig haben, was ich bezweifle, dass wir das dann haben werden.
habe erstmal hier schon ein paar Tunnel durchfahren. So, dann fahren wir noch bei. Ja, gut, bei. Ah, bei Sonnenaufgang fahren wir durch die Canyons hier. Viel werden wir nicht sehen, aber. Wir kommen da ja auch erst noch hin. Ich sehe nichts. Kannst du bitte Tag werden im Game? Ich muss gerade richtig die Augen zusammenkneifen und mich konzentrieren, weil die Sonne wieder rausgekommen ist. Und da kommen sie wieder raus. Ich sehe nichts. Man echt schon fast mal Sonnenbrille spielen, ey. Das sage ich jetzt einfach so, ohne, glaube ich, jemals Sonnenbrille gehabt zu haben. Also gut, vielleicht bevor ich 6 gewesen bin. Aber danach glaube ich nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz nach rechts und fahren da nicht einfach so durch. Wobei, glaube ich, rechts mehr Platz ist. Habe ich zumindest so irgendwie in Erinnerung. Schlechte Woche nicht. Ich hoffe es aber. Oh, wir haben die 10.000 Kilometer geknackt jetzt mit dem neuen LKW hier. Da kann man vor Freude ja schon mal den Motor ausschalten. Boah, ich weiß nicht, muss ich weiter links? Ist halt auch nicht sonderlich viel breiter hier. Dürfte aber soweit so passen. Sollte es jetzt gerade sein. Ja, da fahre ich dann doch lieber nicht mit so einem breiten Trailer, mit so einer breiten Fracht. Einfach so durch. Das ist viel angenehmer mit dem Meerlicht, was wir jetzt hier haben.
die Sonne einem nicht ganz so weh. Schön rund ab 80. Ich bin gerade am überlegen, also mir ist einfach der Gedanke gekommen. Komm, Alter. Weil hier noch die Spezialtransporte ausstehen, vom, die mit dem Nebraska DLC gekommen sind. Dass ich dann einfach an den Sonntagen, nachdem ich mit dem Dry Connections Switzerland Event durch bin, dass ich die dann einfach halt in den zu dem Steinbock einfach angehe und hochlade. Links. Meine Fresse. Mehr links. Wird noch enger hier, okay. Warum ist das wieder jetzt deutlich mehr im Längen? Weil hier mehr Bäume sind oder was? Ach, die Landschaft ist auch cool. Das Einzige, was nicht cool ist, sind die Lags von dem schlechten Rechner. Eigentlich noch mal gucken, ob ich heute easy downloaden kann nachmittags über oder ob es wieder eine Belastung ist. Ich wollte gerade sagen, ich könnte auch wieder hochsteigen auf 90, aber da kommt da jetzt die nächste Dings. Die nächste Maut. Fahren wieder wie gesagt rechts hin. Wo ich nicht einfach durchrauschen kann. So einen Kraftstofftank fahren, dann würde ich auch wieder da durchfahren, einfach nur so, aber mit dem Backer lieber nicht.
werde ich mal schauen, wenn ich pennen muss, ob ich heute dauern kann oder nicht. Ich bin nach dem Tag über. Wäre not bad. Aber sehen wir dann. Wo sehe ich denn gleich? Sind wir jetzt noch? Ist das noch? Es dürfte noch Spanisch sein, ne? Naja, Französisch. Ja, wir sind jetzt in Frankreich. Sieht mir doch ein bisschen wieder Französisch aus. Und die Maut ist auch schön breit, wie sie ist. Okay, sehr früh hier auf 30 runter. Fährt mir gleich rein. Nicht? Okay. Welch freudige Überraschung. So, auf nach Bordeaux. An Bayern vorbei. Ich war am Überlegen, was es darstellen soll. Dann sah ich die parkenden Autos. Ah, von Bayern, natürlich. Ich war gerade... Ich habe es gerade kurzzeitig vergessen, dass wir bei Bayern vorbei waren und dass es noch zu Bayern gehört. Oder gehören könnte. Maut. Und weiter geht sich die wilde Fahrt. Das ist aber tatsächlich die Sachen, die ich gebackupt habe, auf Mega heute noch fertig rennen. Keine Entwicklung. Wenn ich so einsehe, wie das gerade dauert. Vier schon 19 Uhr. Vielleicht auch nicht. Wobei wahrscheinlich muss ich das letzte
Zumindest von der Dateigröße könnte das auch ein, nehmen wir ein 11-Stunden-Ding oder halt ein 12-Stunden-Ding sein. Ah, 12-Plus-Ding, das könnte sein, dass ich sowieso splitten muss. Dann habe ich da schon wieder mehr. Und da haben wir schon wieder die nächste Mautstelle. Einfach so mit durch. Ja. Super. Dann hinter den Yasyuk Trailer. Oh. Du fährst doch, du fährst. Ja. Fahr doch schneller. Dann wäre das Reißverschlussverfahren noch einfacher. Diese geraden Abschnitte, wo man nochmal trinken kann. Ach ne, für eine Maut, super. Frankreich, das Land der Maut. Na komm, fahr, 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 fahr. Ich bremse ja schon. Ach Mist, wir am Montag habe ich schon wieder vergessen hier. Das letzte Statistik, was draußen ist, zu machen. Das ist vor diesen neuen Dingern hier. Egal, muss ich nochmal heute machen und dann kommt das Montag, Mittwoch.
hat bisher anderthalb, 1500 Kilometer müssten offen sein, wenn wir dann da sind, ne? Sind wir 600, 700, ja, ein bisschen mehr verbraucht, aber sind noch nicht so viele Berge jetzt gewesen, ne? Also mehr in, mehr glaube ich sogar noch in Spanien als jetzt hier. Wir müssen auch gleich pennen. Also recht bald. Nicht sehr bald nach Bordeaux. Aber bald. Bitte links halten. Ach, nee, nicht für uns. Ich dachte, für uns halten die 70. Auch zur nächsten Maut bei Bordeaux. Wohl nächsten zwei Mauts. Waren das noch zwei oder nur eine? Okay, nur eine nach Bordeaux. Quasi nach Bordeaux. Wenn dann die Maritie wirklich nach Bordeaux. Schön, schön. Kann man nicht anders sagen. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, mindestens runter auf 70. Oder auch sogar 50. Da machen wir sie schwerer, aber auch mitzunutzen. Da lohnt sich auch nicht mehr wirklich Gas zu geben. Jetzt 200 Meter. Weiter geht's. Langsam. Wird das doch nicht die? Wird das doch nicht der Schlafplatz? Ah ne, das ist er noch gar nicht. Der war erst hier. Ja, das könnte er wirklich werden. Wie viel haben wir bis hier? 3 Stunden. Ja, vielleicht doch. Lass uns loslegen. Vielleicht doch nicht. Dann war es aber auch noch ein Schlafplatz, ne, der da vorkommt. Der hier. Aber gut, wir könnten hier noch pennen. Bei der Maut oder bei der. Ja, pennen wir wieder bei der Maut. Das passt.
ist aber die Sonne rausgekommen. Weggegangen, so. Rauskommt aber gut. Und da haben wir Kohle verloren. Runter auf 189.000. Heute werde ich nicht alt. Das weiß ich jetzt schon. Na gut. War ja auch geforst. Also selbst geforst und dann auch eher noch ein Schlaf. Ich glaube, ich habe effektiv so 4-5 Stunden geschlafen. Fast halb so viel wie sonst. Autsch. Ich gebe mal noch nicht Gas. Oh, jetzt. Ich habe vergessen, dass ich hier pennen muss, sollte. Okay, dann müssen wir beim nächsten pennen. Nächste Mod. Super. Links halten. Nach Limoges und Paris. Bitte links halten. Mal lieber runter auf 40.
mache ja schon. Lenk selber. Fahr selber. Erstmal mein Tempo mal wieder rausnehmen. Sicher ist sicher. Kurz auf der Bahn mal wieder runter. Dann muss ich gleich pennen. Und dann fahren wir danach, ich glaube, ich starte ein großes Spiel neu. Fahren wir dann weiter nach Genf an Clermont-Ferrand vorbei. Dann aus Lyon. Ausfahrt rechts. So, schön rechts halten. Fast so weit gefahren. Fast so weit rechts gefahren. Oh, jetzt haben wir auch noch hier natürlich jemanden, der hier steht. Super. Das kann ich gut gebrauchen. Aber es glaube ich zwei. Ja. Ist genug Platz für uns beide da. Dann hauen wir uns mal uns kurz aufs Ohr. Das hab ich ja jetzt erst gesehen, dass ich eine Reste von 42 Minuten noch habe. Holy. Und ich habe das Gefühl, ich brauche so ungefähr eine halbe Stunde. Rundenleuchte an. Und wir ballern los. Ich meine, es sind noch. Okay, es sind 7 Stunden Fahrzeit. Das dürfte so roundabout. Und 30 Minuten sein. Ja, das wird enge. Und vor dem blieben wir es anders. Es kann eng werden. Doch noch viel Zeit im Nacken. Jetzt haben wir die ganzen Mautstellen auch mit Grenzübergang. Vielleicht ist es auch easy, werden wir sehen. Vielleicht kommen wir auch noch mit 10 Minuten plus an.
Wir wollen hier nicht raus. Geschlafen haben wir schon, tanken muss ich nicht. Wird das nicht in 2 Minuten? Ah, nee. Wird locker. Scheint locker zu werden. Und wir sind über den 200.000. Fahren wir eingefahren, sehr schön. Mal hier bei Nacht über die Brücke. Vesper Clermont-Ferrand. Dann fahren wir jetzt nach Lyon. Ach, ich um Lyon. Ja. Wann war das jetzt? Halbe Stunde in-game für 2 Minuten Echtzeit, easy. Das wären dann etwa 11 Minuten. Ist ja dann doch dicker. Dann wird die Zeit wahrscheinlich rot. Oder wird sie rot bei 30 Minuten? Weiß ich nicht. Es geht noch Richtung Clermont-Ferrand. Und wir waren da auch schon, glaube ich. War da vielleicht eine Abfahrt, wo wir nicht rankommen, könnte auch sein. Bitte rechts halten. Sind wir vernünftig, ohne adaptive Geschwindigkeitsregulierung und sonstigen Schnickschnack, der uns die Jenseits befeuert. Ja, noch rechtzeitig nach oben wieder. Rechts halten Richtung Lyon. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Oh, da oben ist gesperrt. Immer geradeaus. Da müssen wir ziemlich über. Am Kreisverkehr. Irgendwas ist da. Ausfahrt nehmen. Zumindest. Scheinbar eine Verfolgungsjagd. Der geendet ist. Nimm diese Ausfahrt. Mittlerweile deutlich unter 1500 Kilometer verbleiben mit dem mit der Tankfüllung. Und es sind ja noch ungefähr 350 Kilometer bis Genf. Aber ist doch vor LKW. Ja. Dürfte ich noch vor mir schaffen. Ich jinxe es nicht, deswegen spreche ich den Gedanken nicht aus. Wäre jetzt wiederum zu knapp. Vielleicht machen wir dann keine Motorschilder mehr haben, den Satz auszuspringen. Aber noch haben wir noch ein bisschen mit vor uns. Fahren. Ist aber auch echt am Schlucken, der Aktros. Nächste Maut dürfte es bei Lyon bald sein.
Ja, bald. Von 35 Euro. Ist er schnell genug oder nicht? Ich hoffe mal ja. Sehr gut. Eine weitere Maut überstanden. Aber auch nur die Maut. Vielleicht wird es noch gar nicht rot bei der Rechtszeit oder erst bei 20 Minuten. Auch schon ausgeschildert. Ist ja auch nicht mehr allzu weit. Rechts halten. Ja. Schön außen rum. Tempomat wieder einschalten. Und wieder beschleunigen. Boah, haben wir viel Sprit verbraucht. Holy shit. Über 2000 wahrscheinlich, ne? Wie die wir gleich im Endscreen sehen. Damn, das ist eine Menge. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Auf nach Genf von Turin.
eingesprungen gerade. Und jetzt fängt es an zu ringen. Wieder mal spät reingelöst. Nur ein kurzes Schauerchen. Ich habe eben das vergessen, nachzuschauen. Aber ich gucke da an, kann nur nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Gerade dichter heraus, wenn das da auch weit übertragen wird. Alter, wobei. Mein Gott, da muss ich mal pausieren. So viel Werbung, Alter. Okay, ich kann nur abends. Warum? Ich glaube, wir kommen besser der Abschnitt geblitzt wird. Oh, das war diesmal vielleicht doch nur die Maut. Der Abschnitt war woanders. Nämlich Richtung Luxemburg hoch. Mit einer der letzten oder sogar die letzte Maut noch in Frankreich. Ja,
hören. Und es wird nicht rot. Okay. Tageslicht hier. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Pennen wollen wir nicht. Ja, gerade so noch, ne? Genau so sollte es sein. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und dann links, oder nicht? Bitte links halten. Ja, danke. Komm wieder früh. Wenn man irgendwann mal so eine Challenge hat, ohne Navi zu fahren, dann wird's witzig. Navi-Stimme. Schon bei. Und dann rechts abbiegen. Fahren wir nochmal hin. RT-Lok. Biege nach rechts ab. Ich bin noch nie hier irgendwie weitergefahren, ne? Immer hier da durch den. Unter dem Haus durch. Und dann Ausfahrt links nehmen. Nimm die Ausfahrt links.
bisschen zu viel Speed drauf gehabt. Ein Bus will hier auch lang. Habe ich jemals ein Auto langfahren sehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt links ab wahrscheinlich, ne? Ja. Ich kann schon wieder tanken. Also das waren ja, ne? Anderthalb wäre angeblich normal gewesen. Wir haben 1000 Liter mehr verbraucht. Oha. Wieder ein Lenkrad hinten dran, kann das sein? Ja. Doppeltes sogar. Ja, das war nicht direkt mit mir, Leute. Sonne. Nicht perfekt, aber wir angenommen. Laden wir mal ab. Fehlte nicht viel. Ausgerechnet Bagger JCB 245XR von Bourgosch nach Genf geliefert. Gefahrenstrecke 1203 Kilometer. Was? Aber das ist doch Fake News, Alter. Wobei, nevermind. Wie komme ich auf 1000, wie komme ich auf 2000 Liter? Das war 2000 Kilometer, nicht Liter. Dauer 1,5 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff 761,7 Liter. Erledigte Beutelfaktoraufträge 211. Diese Fahrt, die tut dem Kilometer pro Liter. Kilometer pro Liter. Verhältnis nicht gut. insgesamt gab es dafür 62.000 Euro und 1.761 Erfahrungspunkte. So, ich muss mal fix den Schlafplatz aus und dann fahren wir den kurz hin. Kann man hier pennen? Ja. Dann pennen wir mal hier. Waren wir ja schon mal, dann fahren wir auch mal diesen Weg. Und ich über die anderen Wege, 10 Kilometer haben wir noch. Zeit zu gehen. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Das ist auch ein spannender Abschnitt hier. Kleine Abschnitte, wo man hier in beide Richtungen fahren darf. Biege nach links ab. Hier nochmal kurz. Gas, bis wir dann dort sind. Wird aus dem Kopf sonst sein. Nee, vielleicht doch nicht. Thank you.
hier schön über die Straßenmaschinen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kein Problem. Links halten und dann links abbiegen. Ja, schon nice hier. Biege nach links ab. Warum auch immer ich jetzt hier langfahren soll. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Okay, cool. Biege nach links ab. Bin ich froh, dass ich hier lang gefahren bin? Dass ich den Zopf nochmal gesehen habe. Haben wir kurz auf den Straßenbahnschienen. Und da vorne ist unser Schlafplatz. Immer geradeaus. Sehr cool, gefällt mir. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Oh, dann schaffen wir diesmal wirklich hier. Nimm diese Ausfahrt. Das war eine schöne Fahrt. Sehr schön. Dann schauen wir wohl. Bin mal gespannt, wo uns in der nächsten Fahrt geht. Hier vom Trail Connection Switzerland Event tanken muss ich auf jeden Fall. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Trail Connection Switzerland Event oder vom Cruising Nebraska Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.